Leute, Tobi, du entscheidest dich. Welches Spiel jetzt? On the Bus oder Rot? On the bus. Im Bus. Wer schon mal Bus gefahren ist, wird wissen, das ist scheiße. Ich Ja. mag die Pixel-Horror-Spiele, weil sie mir keine Angst machen. Doofi mag es, wenn ich keine Pixel-Horror-Spiele spiele, weil sie mir sonst Angst machen. Aber Pixel-Horror-Spiele machen dir auch Angst. Also so gesehen ist das egal. Warte, ich muss mich wieder so. Alles macht mir Angst. Also, solange du da bist und meine Hand hältst, ist alles gut. Also können wir auch die schlimmsten Horrorspiele spielen, wenn ich da bin? Süß, dass du das sagst. Was hast du gerade gesagt? He's sleeping. What should I do? Wake him up. Should not wake him up for no reasons. Schade. Das kann ich nicht lesen. There's a line written here. What you hold in hand will decide your fate. Mein Cock. Hurk. He looks sick. Talk to him. Ha. Oh, hello there. Didn't see you there. Well, I got a bit motion sickness. You know, I've been sitting here for almost half a day on my way home. I spent my last 2 years working abroad. Barely kept in touch with my family. If it was not for my little friend here, I would die from loneliness. I will introduce him to my family. I think they will love him, especially my mom and sister. They love animals. Haha. I heard that chatting can distract myself from motion sickness. I feel a bit better now, I guess. Anyway, thank you for hearing my story. Here, take this. I bought this coffee before getting on this bus. Warum? Okay, danke. Darf es ein Kaffee sein, Sir? Entschuldigen Sie. Was lesen Sie denn da, Sir? Near perfect. Ah, danke schön. Die wollen nicht reden. Ah, he seems upset. Give him the coffee. What? This is for me? It got cold. I preferred hot though. But maybe still goes well with my biscuit. Thank you, Young. Yeah, take this sliced pizza. Just don't feed to the animal like that duck. Gonna give it to the duck! Faucet! Nein, nein. Du verpetzt dich. Sir, haben Sie eine Ente gesehen? Ah, Wo ist hier. sie hin? Ach da. Hey, ich habe eine Rose für Sie. Sir. Schade. Warte kurz. Als sich unsere Augen trafen, spürte ich, wie unsere Herzen sich zusammenklicken. Und ich merkte tief in mir, ich wollte schon immer einen Busfahrer ficken. Bitte nehmen Sie diese Rose. Was? Nein, okay. Oh, jetzt muss ich mir was Neues ausdenken. Ich habe Angst, dass sich am Ende der Fahrt unsere Wege trennen müssen. Deswegen, Don Röschen, dürfte ich Sie wach küssen? Nein? Okay. Es geht auch nicht. Was war gut? Der Spruch mit deinem Mäuschen. Ein Mann wie Sie, den möchte ich in meinem Leben niemals verlieren. Also dürfte ich auch auf die restliche Pizza ejakulieren? Okay. Ich weiß, bei Ihnen würde ich niemals abblitzen. Wollen wir zusammen eine besondere Soße auf Ihre Ente spritzen? Nicht auf die Ente. Okay. Ich merke, liebe Ente, ich liebe dich sehr. Hättest du vielleicht Lust auf Kloakenverkehr?
Jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll, um ehrlich zu sein. Irgendwie keiner von euch will meine Liebe! Warum seid ihr so? Was muss ich denn jetzt tun? Oh, should I leave? Oh. Kann ich mit ihm noch reden? Okay. Ich muss leider gehen. Eigentlich will ich die Zeit mit euch ja nicht verschenken. Aber ich verspreche, ich werde nachher beim Masturbieren an euch alle denken. Auf Wiedersehen. Nein! Doch! Place the rose here, ja. So ein Romantiker. Ending 3 von 5. May your soul rest in hell, Father. Was? May your soul. Was? Hey, wir machen jetzt eine andere Reihenfolge. Talk to him? What is it, Young? I want to kill time by reading newspaper, but I was in a hurry back then, so I picked the wrong one. Still the latest, but not from my favorite publisher. And this one sucks. Sorry, it's none of your business, though. Lassen Sie es mich bitte wegnehmen. Okay, was kann ich diesmal anders machen, Doofy? Don't disturb me while driving, Young. Get back on your seat. Ist das eine Zeitung? Darf ich die haben? Oh, ich krieg wahrscheinlich die Zeit, warte. So, er labert mich zu, gibt mir am Ende den Kaffee. Ich gebe den Kaffee dem Busfahrer, er gibt mir die Zeitung. Ich gebe die Zeitung dem Typen mit der Zeitung. Ja, gib mir die Zeitung. Whatever those neighbors said until one day the mom and the daughter were murdered. Warte, Entschuldigung, was? The ice was gouged out. The culprit have not been arrested yet. And the last family member's gone missing since then. Some says he's also dead. Some says become a toy for that psychopath. Okay. Also scheinbar irgendein Wahnsinniger ausgebrochen. Ich wette, das ist die Endung. Ich freue mich übrigens für die Leute, die von JB oder von Jazz hier noch drinne sind und das eben miterleben mussten. Vielen Dank, Dankeschön. So, eine neue Zeitung. Oh, sorry. Nein! Oh, ich klick zu schnell. So. Take this. Ginger Biscuits. Okay, jetzt können wir das ihm geben. Jetzt kann ich was aus seinem Ding nehmen. Search it. Oh, ich darf was davon mir nehmen? Scissors, Flowerpot and Rope. Was soll ich nehmen, Doofy? Es kommt halt drauf an, was du brauchst. Du hast deinen Kino, kriegst du ja von der Ente. Mit dem Seil könnte ich ein bisschen Bondage machen. Ich würde das Seil nehmen. Okay. Kauschen. Entschuldigen Sie, Sir, hätten Sie Lust auf etwas Bondage? Nein, du hast jetzt die richtige, ich habe die richtige Zeitung gegeben. Entschuldigen Sie, Bondage? Sir, Bondage? Ciao, Leute. Bondage, ja!
Okay. Oh, kann ich mich irgendwo hängen? Aha. Okay. Ich würde sagen, das war falsch. Mom, Sis, I'm sorry. Okay, Leute. Aber das war doch der richtige Ansatz, oder? Oder, Duffy? Ja. Ich meine, jetzt haben wir die anderen Sachen, die wir einfach nehmen können. Die Leute, Speedrun. Wow, Dark Ending. Vor allem, es macht ja auch keinen Sinn, warum wir uns erhangen haben, oder? Im Endeffekt gutes Spiel, haha. Sie fragen sich vielleicht, woher ich weiß, dass sie die neue Zeitung wollen. Murder Case in Town XX, no further clues. Okay, also es ist ein Mörder unterwegs derzeit. Ein bisschen wie Chillers Art Game, aber nur ein bisschen, das stimmt. Ich mag die Idee dahinter. Es ist sehr simpel gehalten, aber trotzdem gut, oder? Was passiert, wenn wir zum Beispiel gar nichts mitnehmen, ist ja auch die Frage. So wie Blumen oder Schere? Schere. Was? Was hast du getan? Was hast du getan? Nein! Na, was hast du getan? Ist mir die Schere ausgerutscht. Oh, sorry, Leute, sorry. Oh, das war gar keine Absicht. Oh, so, Mann. Oh, nicht schon wieder. Oh, warum jedes Mal, wenn ich Öffis fahre? Oh, es tut mir so leid. Oh, okay. Leute, ich gehe dann mal. Sorry. Ich glaube, ich bin der Mörder, oder? Laster. Maybe. Bon 17, Bon 17. Leute, ich nehme die Schere, aber jetzt steige ich aus mit der Schere, okay? Okay. Warte, mich interessiert erstmal was anderes. Ja. Nee, jetzt machen wir danach. Jetzt habe ich hier schon die Unterhaltung mit ihm. So. Ich hätte die Ente, glaube ich, nicht umbringen sollen, oder? Nein, nein, jetzt rede ich mit ihm. So. Gib mir mal die besseren Snacks, danke. Dass ja alle Tauschhandel machen, was ich tue, was Nettes und alle sind so, jo, Tauschhandel. Wir steigen jetzt einfach aus mit der Schere, okay? Ciao, Leute. Going home. Okay, mit der Schere gehen wir einfach nach Hause. Dann fehlt jetzt ja nur, was passiert, wenn wir ohne irgendwas rausgehen? Gehen wir dann auch einfach nach Hause? Ciao, Leute. Hier ist mein Stopp. Okay, ich glaube, das ist der gleiche. Okay. Das heißt, jetzt ist nur noch interessant, was passiert, wenn wir den Blumentopf nehmen, oder? Bon 17. Bon 17. Entschuldigung, Leute. Leute, wir singen einfach zusammen. Es ist 3 Uhr nachts.
So, wie geht's weiter? Ich hab mal wieder Bock auf. Ja, ich sing hier gerade Mark Forster, Doofy. Du wirst dich verarschen. Oh, turn on radio? Ooh, damn! Es ist 3 Uhr nachts. Ich ruf jeden an, den ich kenne, die ganz... Das, was macht die da? The Duck is dancing. So, das können wir ihm nicht geben, ne? Ich hab einen Grund, ihn zu wecken. So, ciao, Leute. Okay, was für ein Ende haben wir? Das ist jetzt Ending 5, oder? Ending 3 von 5, okay? May your soul rest in hell. Hä, aber das hatten wir schon! Wie kriegen wir denn das letzte Ending? On the Bus Horror Game. Ja, also die Story ist tatsächlich, dass wir der Killer sind. Okay, ich weiß jetzt, was das letzte ist. Okay, wir brauchen wieder die Pizza. Okay, Leute, seid ihr bereit? Das ist das Fun-Ending, was jetzt fehlt. Das versteckte Ending. Das braucht was Seltsames, damit das klappt. Nein, jetzt rede ich mit ihm. Weißt du, jetzt muss ich mich folgen. Eben habe ich es ja einfach jetzt der Ente gegeben, ne? Aber was mache ich jetzt damit? Den Busfahrer bewerben? Oh, hier soll auch ein Feuerzeug irgendwie... Da, hier ist ein Feuerzeug auch hingefallen. Jetzt habe ich halt schon den... Die Münze, kann ich Ihnen... Eine Münze? Ich dachte, das wäre ein Ei. Das ist eine Münze. Okay, gleich haben wir noch ein Feuerzeug. Aber jetzt versuchen wir erstmal die Münze. Mal sehen, was dann passiert. Okay. Secret Ending. I'm rich. Was? Wegen der Münze. Ja. Oh, warum läuft die Musik noch? Okay, jetzt habe ich die Idee, wie, also jetzt weiß ich, wie wir das letzte Ending, glaube ich, kriegen können. Bist du bereit, Tobi? Dass es dich noch gibt, nächtelang nicht geschlafen wegen dir, diese Creepypasta damals. Tinkerbell, das denke ich jeden Tag, wenn ich ins Spiel gucke, dass es dich noch gibt. So. Das ist ein goldenes Ei, kann auch sein. Im Internet stand das auch eine Münze. So, jetzt geben wir der Ente das hier. Ihnen ist ein Feuerzeug aus der Tasche gefallen, Sir.
Oh, wie kriege ich denn das Feuerzeug da? Dieses Feuerzeug ist notwendig. Eine Idee, wie ich das kriege? Rufi, hast du eine Idee? Ich muss irgendwie rankommen mit einem Seil. Keine Ahnung. Mit der Rose. Eigentlich kann ich nicht zwei Sachen gleichzeitig tragen. Ich glaube nicht, dass ich mit der Rose da rangehen muss. Da war es doch gerade möglich. Oder? Da war doch eben kurz, war das Feld da. Wo geht das denn? Das ging doch eben. Da. Entschuldigen Sie, Sir, Ihnen ist da was aus der Tasche gefallen. Was willst du von mir? Oh, mein Feuerzeug. Ja, das ist meins. Dankeschön. Jo, ich nehme eine Zigarette. Okay, das ist etwas von ihm. Er raucht gar nicht, er hat gar keine Zigarette. Das ist etwas, was ihn an seine Tochter und seine Frau erinnert. Du hast viel mitgemacht, oder? Deine Augen, sie sagen alles. Wut, Enttäuschung, Grief, Regret, lohnt sich übersetzt. Genauso wie ich damals. After I retired from the Force, I thought I could find some peace in myself with a new family. But it didn't last long. My wife and daughter both died in an accident. I kept blaming myself that I killed her. It took me a really long time to overcome and got rid of all suicidal thoughts. I decided to live with all these pains and move on. When I look into your eyes, I see infinite darkness. Still, even though it's weak, there's a light. So deep down, you're a good person. I don't know what you have been through, but I hope you will never give up on life. You can take this. I give you part of my soul. Maybe this has no use for you, but whenever you look at this lighter, just remember that there's at least one person in this world always hoping the best for you. And that person is me. Ente anzünden. Ente anzünden. Okay. Oh. Scheinbar muss ich aufs Telefon gehen. Oh, glaubst du, ich kontaktiere jetzt die Polizei und stell mich? Enter number and press enter. Hello, this is 911. What's your emergency? I would like to turn myself in. Die Wahrheit. Good job. Das war ein gutes Spiel. War witzig, ja. Es hat mit so wenig eine Story erzählen können, wo wir einerseits entweder brutal diesen ganzen Bus ermordet haben oder wo wir durch einen simplen Akt der Nächstenliebe überzeugt wurden, aufzuhören zu morden. Das ist... Oder er bringt sich selbst um. Weil er halt oder er bringt sich selbst um, genau. Bei den Rosen oder bei der Blume stand die, also die Rose oder die Blume, wenn ich die ablege, dass es irgendwie bedeuten könnte, dass er es für seinen Vater oder so gemacht hat. Irgendwas stand, ich habe es nicht verstanden. Mhm. Was er um Vergebung bittet. Aber echt gut.